Genießen in der Weihnachtszeit und trotzdem nicht zunehmen. Mit diesen 5 Tipps gelingt dir das leicht. Hallo, mein Name ist Birgit, ich bin Personal Trainerin und natürlich bin ich für eine gesunde und kalorienbewusste Küche, aber in der Weihnachtszeit, da steht Genuss an oberster Stelle und auch ich genieße Gänsebraten, Plätzchen, Glühwein und Co. Wie du aber dafür sorgen kannst, dass sich nicht zusätzliche Gemütlichkeitsfunde auf deinen Hüften ansammeln, dafür habe ich jetzt 5 Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Starte in den Tag mit einem Stoffwechsel-Booster-Getränk. Und es ist sogar ein weihnachtliches Stoffwechsel-Booster-Getränk. Wie du es zubereitest und was für eine Wirkung es hat, das siehst du hier. Tipp Nummer 2. Der Trick mit dem roten Teller. Forscher haben herausgefunden, dass die Farbe und die Größe des Tellers einen Einfluss darauf hat, wie viel wir essen. Und rot signalisiert ja allgemein Stopp, Achtung. Und wenn du dazu dann noch einen kleinen Teller wählst, dann kannst du dir sicher sein, dass du bei den Plätzchen nicht so beherzt zugreifen wirst. Und im Übrigen, was meinst denn du, warum ich eine rote Küche habe? Tipp Nummer 3. Vergiss auf gar keinen Fall die Bewegung und sei sie noch so klein. Jede, wirklich jede Bewegung zählt und wir neigen ja dazu, an den Feiertagen ganz gerne von einem Essen aufs andere zu warten. Geh raus und mach einen schnellen Spaziergang. Die Kälte draußen sorgt dafür, dass zusätzlich Kalorien verbrannt werden, denn der Körper muss uns ja warm halten und das kostet Energie, mehr als in jeder anderen Jahreszeit. Also, und so hast du auch deine Kalorienbilanz im Blick. Tipp Nummer 4. Dinner Canceling. Ganz ehrlich, müssen wir wirklich 3 oder 4 Mal am Tag so üppig essen? Oder ist es vielleicht nicht manchmal auch angebracht, aufs Frühstück zu verzichten, mit dem Stoffwechselbooster zu starten und sich dann auf ein üppiges Mittagsmahl zu freuen? Oder umgekehrt, einfach ein gemütliches Frühstück mit der Familie, dann noch ein Festmahl. Und warum am Abend noch einmal beherzt zugreifen? So kannst du sicherstellen, dass du nicht träge wirst, dass du trotzdem genießen kannst und dass du deine Kalorienbilanz immer im Auge hast. Tipp Nummer 5. Kontrollierter Genuss statt unkontrolliertem Konsum. Das heißt, finde doch eine Balance zwischen Genuss und Disziplin. Deine Geschmacksknospen, die werden Freudensprünge machen, denn du kannst dann so viel bewusster die Gaumenfreuden genießen. Und noch ein kleiner Tipp, solltest du die Plätzchen oder den Stollen essen, schneid es doch in kleine Stückchen. Denn wer beherzter und häufiger zugreifen kann, der ist schneller zufrieden und hört früher auf mit dem Essen. So sagen das Studien. Ja, ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für dich, aber ich wünsche dir jetzt natürlich eine genussvolle Weihnachtszeit. Und sollte doch das eine oder andere Pfund auf deinen Hüften landen, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Dort bekommst du Tipps, wie du diese schnell wieder loswerden kannst.